werde mich zunächst mit Rosa Luxemburgs Versuch, den Imperialismus zu erklären, beschäftigen, dann auf Lenin eingehen als zweites und dann aber den genaueren Fokus darauf richten, was eigentlich so in der Tagespolitik der kommunistischen Parteien daraus wurde, aus deren Ansätzen, und werde tatsächlich historisch in dem Jahr 1929 enden. Allerdings werdet ihr merken, bei dem, was ich erzähle, dass ich mich die ganze Zeit auch mit aktuellen Diskussionen auseinandersetze. Es ist, glaube ich, wichtig, zwei Motivstränge in der Diskussion zu unterscheiden. Der erste Motivstrang ist im Folgenden mit dem Namen Rosa Luxemburg verbunden, der zweite eher mit dem Namen von Lenin, wobei ich schon gesagt habe, mit Einschränkungen. Also der eine Motivstrang ist zu versuchen, mit marxischen Kategorien den Imperialismus zu erklären. Solche Theorien kann man sich angucken, die kann man richtig finden, die kann man falsch finden, aber das für sich genommen kein unredliches Anliegen. Der andere Motivstrang ist eben das, wo ich denke, wo es auf jeden Fall problematisch wird, nämlich eine antiimperialistische Position zu formulieren und zu sagen, darüber lässt sich eine linke Politik etablieren. Da, glaube ich, an der Stelle beginnt immer das Problem. Also nicht notwendigerweise ein fatales Problem, aber auf jeden Fall beginnt da das entscheidende Problem an diesem Versuch, eine antiimperialistische Position zu formulieren. Okay, zu Rosa Luxemburgs, die Akkumulation des Kapitals 1912 geschrieben. Es ist bemerkenswert, dass sie diese Schrift am Vorabend des Ersten Weltkriegs geschrieben hatte. Also von daher kann man sagen, das war eine sehr hellsichtige Veröffentlichung. Lenin hat 4 Jahre später der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus veröffentlicht. Anders als bei Lenin stand bei Luxemburg die Auseinandersetzung mit dem Imperialismus ganz am Schluss. Und zwar meine ich das auch ganz wörtlich. Es stand am Ende eines Buches, das über 400 Seiten dick ist. Und ergab sich bei ihr aus der Marx-Exegese, nämlich der Frage, wie im Anschluss an Marx die erweiterte Reproduktion zu verstehen ist. Um es gleich allgemeinverständlicher auszudrücken, Luxemburg analysierte das Problem, warum es in kapitalistischen Gesellschaften trotz des immensen Reichtums wiederkehrend und zur gleichen Zeit einerseits zu Überproduktion und andererseits zu Engpässen und Unterversorgung kam. Ein Zitat von ihr: Der periodische Wechsel der größten Ausdehnung der Reproduktion und ihres Zusammenschrumpfens bis zur teilweisen Unterbrechung, das heißt das, was man als den periodischen Zyklus der matten Konjunktur, Hochkonjunktur und Krise bezeichnet, ist die auffälligste Eigentümlichkeit der kapitalistischen Reproduktion. Und Luxemburg geht in diesem Buch insofern über Marx hinaus, als sie folgert, dass die kapitalistische Produktion und Reproduktion nur funktionieren kann, solange es noch nicht oder solange es noch vorkapitalistische Gesellschaftsformen gibt. Ihr dickes Buch schließt mit der Aussage: Der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Der Kapitalismus ist aber zugleich die erste Wirtschaftsform, die allein ohne andere Wirtschaftsformen als ihr Milieu und ihren Nährboden nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz, zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Also dies ist ihre Idee, dass der Kapitalismus notwendigerweise zu einem Ende kommt. Das haben andere Marxistinnen und Marxisten vor und nachher auch gedacht. Die Diskussion gibt es ja auch bis heute. Und sie sagt, das liegt eben genau daran. Einerseits muss sich der Kapitalismus notwendigerweise ausdehnen und andererseits braucht er immer ein anderes. Und wenn er das andere nicht mehr hat, wird er an sich selbst zugrunde gehen. Und diese Tendenz des Kapitalismus, sich auszubreiten, das ist das, was Rosa Luxemburg in ihrem Buch Imperialismus nennt. Also so erklärt sie das. Diese Notwendigkeit zur Ausdehnung, das ist das Kernmoment von Imperialismus. Also nochmal ein anderes Zitat von ihr: Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Geografisch umfasst dieses Milieu heute noch die weitesten Gebiete der Erde, schreibt sie 1912. Das heißt also, Imperialismus ist bei Rosa Luxemburg die Folge eines strukturellen Problems des Kapitalismus, eines inneren Widerspruchs des Kapitalismus. Die Probleme sind nach Luxemburg nicht nur fehlende Absatzmöglichkeiten,
für die große Menge an Waren aus den kapitalistischen Metropolen. Und es geht auch nicht nur um das Potenzial preiswerter Arbeitskräfte, also das, was man vielleicht als erstes, was einem als erstes einfallen könnte, für das wichtig sein könnte, sondern es geht um das, was auch das Thema Ihres Buches ist, nämlich um die Kapitalakkumulation, also die Möglichkeit, mit dem Reichtum, den man erwirtschaftet hat, die Möglichkeiten zu schaffen, weiteren Reichtum zu haben. Das heißt, in den kolonisierten Gebieten auch den Kapitalismus zu etablieren, Wirtschaft zu etablieren, damit das dort auch noch weiter wachsen kann. Also es geht nicht nur um Absatzmärkte, sondern es geht auch darum, den Kapitalismus dort zu etablieren. Also auf eine Weise investieren zu können, dass Geld zu mehr Geld wird. Und jetzt lese ich noch mal ein längeres Zitat vor, was den, glaube ich, den Grundgedanken von Rosa Luxemburg ganz gut deutlich macht. Sie schreibt, die kapitalistische Akkumulation hat somit als Ganzes, als konkreter geschichtlicher Prozess zwei verschiedene Seiten. Die eine vollzieht sich in der Produktionsstätte des Mehrwerts, in der Fabrik, im Bergwerk, auf dem landwirtschaftlichen Gut und auf dem Warenmarkt. Die Akkumulation ist von dieser Seite allein betrachtet ein rein ökonomischer Prozess, dessen wichtigste Phase zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter sich abspielt. Die andere Seite der Kapitalakkumulation vollzieht sich zwischen dem Kapital- und nicht-kapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessenssphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage und es kostet Mühe unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Und das heißt eben im Klartext das, was ja kurze Zeit später auch passiert ist, Krieg, aber nicht nur der Erste Weltkrieg, sondern eben auch schon vorher die Eroberung, militärische Eroberung von Gebieten, also staatlich-militärische Gewalt, das, was sie sagt, unter dem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Ein letztes Zitat aus diesem Buch, die imperialistische Phase der Kapitalakkumulation oder die Phase der Weltkonkurrenz des Kapitals umfasst die Industrialisierung und kapitalistische Emanzipation der früheren Hinterländer des Kapitals, in denen es die Realisierung seines Mehrwerts vollzog. Die spezifischen Operationsmethoden dieser Phase sind auswärtige Anleihen, Eisenbahnbauten, Revolutionen und Kriege. So beginnt sie auch immer ihre geschichtliche Darstellung des Imperialismus. Einer der ersten Schritte ist für sie Eisenbahnbauten, also erstmal Gebiete zu erschließen, gar nicht um den Kriege, sondern auf einem scheinbar friedlichen Wege Gebiet zu erobern. Aber auch das ist ja der erste Schritt der Eroberung. Die Schilderungen in ihrem Buch sind sehr drastisch und trotzdem formuliert sie keine neue anti-imperialistische Position. Ich würde sagen, dass braucht sie in dem Sinne auch gar nicht, weil sie als Kommunistin sagt, Imperialismus ist eine Folge des Kapitalismus und als Kommunistin ist sie gegen den Kapitalismus, also ist sie auch gegen den Imperialismus. Möglicherweise lag es auch daran, dass sie sich vor allen Dingen an die Arbeiterklasse in den Metropolen richtete mit ihren Veröffentlichungen und auch mit ihrer Agitation und weniger an die Menschen dachte und dort agitieren wollte, die in diesen noch nicht voll kapitalisierten Gesellschaften lebten. Man kann es aber auch anders ausdrücken. Luxemburg hat nicht, und zwar ganz anders als die Kommunistische Internationale Mitte der 20er Jahre oder heutige Anti-Ems, hat nicht oder kein neues revolutionäres Subjekt benannt. Im Unterschied zu diesen war Luxemburg überaus skeptisch gegenüber dem nationalen Befreiungskampf, also einer beliebten Parole von anti-imperialistischen Linken, oder der Berufung auf unterdrückte Völker. Also ich werde später noch ausführen, welche Rolle das gespielt hat für die antiimperialistische Politik der Kommentaren in den 20er Jahren. Vielmehr hat Rosa Luxemburg gewarnt, dass wenn in einer ziemlich ungebildeten Arbeiterklasse nationalistische und sozialistische Tendenzen gegeneinander kämpfen, dann würde wahrscheinlich der Sozialismus der Verlierer sein. Und die Sozialistische Internationale hatte sich im 19. Jahrhundert auf das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Nation verständigt, 1896 in London. Und dagegen hatte Rosa Luxemburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz grundsätzlich formuliert, nochmal ein Zitat von ihr, die Sozialdemokratie ist deshalb aufgerufen, nicht das Selbstbestimmungsrecht der Nation zu verwirklichen, sondern nur das Selbstbestimmungsrecht der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten und unterdrückten Klasse des Proletariats.
Und in ihrer Kritik an der russischen Revolution, die sie 1917 im Gefängnis schrieb, sagte sie noch einmal ganz deutlich, dass das, Zitat, famose Selbstbestimmungsrecht der Nation nichts als hohle kleinbürgerliche Phraseologie und Humbug ist. Mit dieser Position stand sie allerdings innerhalb der Kommunistischen Internationale ziemlich alleine da oder hatte nur einen sehr kleinen Kreis um sich herum. Weswegen ich das so ausführlich auch dargestellt habe, ich finde es bis heute wichtig, an diese Position zu erinnern von Rosa Luxemburg, nämlich einer Position, die sehr genau zwischen proletarischen und nationalen Interessen entschieden hat. Das ist das eine wichtige Moment. Das andere wichtige Moment ist, dass sie sich auf strukturelle Probleme konzentriert. Also sie gibt ja selber zu, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben sei es schwierig, die strengen Gesetze der ökonomischen Prozesse zu analysieren. Aber sie sucht nicht, also sie sucht nach Strukturen in diesen Ereignissen, aber sie sucht nicht nach Personen, die dahinter stehen. Das ist etwas, was für die spätere antiimperialistische Position relativ wichtig wird. Ich möchte noch einen kleinen Punkt noch zu Luxemburg sagen, den ich auch wichtig finde für die heutige Diskussion. Rosa Luxemburg hat, finde ich, den zumindest sehr fruchtbaren Versuch unternommen, den Imperialismus auf den Kapitalismus zurückzuführen. Man kann jetzt im Einzelfall über ihre Argumentation streiten, aber erstmal ist es ja eine fruchtbare Idee. Ich würde aber daraus nicht den Umkehrschluss machen und ich habe den Eindruck, dieser Umkehrschluss wird oft gemacht, dass deswegen Antiimperialismus gleich Antikapitalismus wäre. Weil es könnte ja auch sein, dass sich einfach zwei imperialistische Kräfte gerade streiten. Dann ist die eine Seite gegen die andere Seite, aber das ist nicht unbedingt was anderes. Oder es könnte sein, dass es noch für den Imperialismus noch ganz andere Motive gibt. Also, um das vielleicht an einem sehr drastischen Beispiel deutlich zu machen, der Eroberungsdrang der Nationalsozialisten hatte sicherlich was auch mit dem Kapitalismus zu tun, denn der war nicht im Nationalsozialismus überwunden. Und gleichzeitig könnte man aber noch ganz andere Motive benennen, warum die Nazis die Welt erobern wollten. Also ideologische Motive und nicht unbedingt ökonomische Motive. Und man merkt auch gerade bei den Nazis, dass ideologische Motive und ökonomische Motive mitunter im Widerstreit waren. Das heißt also, wer gegen Imperialismus ist, muss nicht notwendigerweise gegen Kapitalismus sein. Und das wäre ein Umkehrschluss, der vielleicht nahe liegt, wenn man von Rosa Luxemburg gehört hat. Okay, dann mache ich weiter mit Lenin. Lenin hat ein sehr, sehr deutlich zu unterscheidendes Konzept des Imperialismus. Also für Rosa Luxemburg bezeichnet es einen Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt. Für Lenin ist dieser Konkurrenzkampf im Grunde genommen schon abgeschlossen. Vielmehr geht er davon aus, dass sich eine neue Weltordnung etabliert hat und die nennt er Imperialismus. Und er sagt sogar, diese Weltordnung funktioniert vergleichsweise harmonisch. Er spricht von einer Form der Vergesellschaftung, die sich zwangsläufig ergeben hätte. Man könnte sagen, es ist auch eine Form von Planwirtschaft, denn es gibt nach seiner Auffassung aufgrund der Monopolbildung keine großartige Konkurrenz mehr, sondern es gibt vielmehr Kooperation der großen Monopolfirmen. Das ist jedenfalls seine Auffassung 1916. Also er schreibt, in seinem imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Vergesellschaftung der Produktion heran. Er zieht die Kapitalisten gewissermaßen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, die den Übergang von der völlig freien Konkurrenz zur vollständigen Vergesellschaftung bildet. Und ganz zentral für Lenins Definition des Imperialismus war der Begriff Finanzkapital, den er von dem Marxisten und Sozialdemokraten Rudolf Hilferding übernommen hatte. Nochmal ein Lenin-Zitat. Der Imperialismus oder die Herrschaft des Finanzkapitals ist jene höchste Stufe des Kapitalismus, wo die Trennung des Geldkapitals vom industriellen oder produktiven Kapital gewaltige Ausdehnung erreicht. Das Übergewicht des Finanzkapitals über alle übrigen Formen des Kapitals bedeutet die Vorherrschaft des Rentners und der Finanzoligarchie, bedeutet die Aussonderung weniger Staaten, die finanzielle Macht besitzen. Dieser Begriff Finanzkapital bedeutet drei Sachen in einem bei Lenin. Zum einen bedeutet er eine sehr starke Monopolisierung von Firmen. Zweitens bedeutet es die direkte Anteilseignerschaft und damit die unmittelbare Beteiligung von Banken am industriellen Sektor, an der Produktion.
Also deswegen der Ausdruck Finanzkapital, also Aktienfirmen, die direkt Anteilseigner werden. Und drittens, und das ist eben wichtig für sein Imperialismuskonzept, drittens bedeutet es die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte. Nochmal ein längeres Zitat, wo er auch nochmal beschreibt, dass es eben keine Konkurrenz mehr ist. Er schreibt, das ist schon etwas ganz anderes als die alte freie Konkurrenz zersplitterter Unternehmer, die nichts voneinander wissen und für den Absatz auf unbekannten Märkte produzieren. Die Konzentration ist so weit fortgeschritten, dass man einen ungefähren Überschlag aller Rohstoffquellen, beispielsweise der Eisenerzvorkommen, in den betreffenden Lande und sogar, wie wir sehen werden, in einer Reihe von Ländern, ja in der ganzen Welt machen kann. Ein solcher Überschlag wird nicht nur gemacht, sondern die riesigen Monopolverbände bemächtigen sich dieser Quellen und fassen sie in einer Hand zusammen. Es wird eine annähernde Berechnung der Größe des Marktes vorgenommen, die durch vertragliche Abmachung unter diese Verbände aufgeteilt wird. Also das ist die Vorstellung, die er hat. Die großen Firmen setzen sich zusammen, teilen die Welt auf, klären, wo gibt es die Rohstoffe, bestimmen die Preise. Und insofern gibt es eine Art von Harmonie. Das ist natürlich keine gewollte Harmonie, aber eine ganz andere Situation, als die Rosa Luxemburg beschreibt. Obwohl Lenin betonte, in seinem Buch betonte, dass die Kapitalisten die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich aufteilen, sondern weil die erreichte Stufe der Konzentration sie dazu zwingt, oder sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten und Profite zu erzielen, gibt es trotzdem so moralische Wertungen in diesem Buch, die es bei Rosa Luxemburg überhaupt nicht gibt. Und in dem Sinne bietet sich diese Lektüre auch an, um ein Feindbild zu kreieren. In einem Kapitel mit der bezeichnenden Überschrift Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus schrieb Lenin, der Imperialismus bedeutet eine ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern, das, wie wir gesehen haben, 100 bis 150 Milliarden Franc in Wertpapieren erreicht. Daraus ergibt sich das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse oder richtiger der Schicht der Rentner, das heißt Personen, die vom Couponschneiden leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Unternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. Die Kapitalausfuhr, eine der wesentlichsten ökonomischen Grundlagen des Imperialismus, verstärkt diese völlige Isolierung der Rentnerschicht von der Produktion noch mehr und drückt dem ganzen Land, das von der Ausbeutung der Arbeit einiger überseeischer Länder und Kolonien lebt, den Stempel des Parasitismus auf. Und dann bietet sich, also eine solche Darstellung bietet sich natürlich an, genau ein Gefühl zu bestärken, was ja viele Menschen auch heute haben, nämlich wir müssen hier arbeiten, wir kommen irgendwie nicht weiter und anderswo wird verdient und verdient und verdient und die tun überhaupt nichts. Und die sind auch als, also wenn man schon das Wort Parasiten dann ernst nimmt, die kann man auch einfach entfernen, die nützen auch nichts, die schaden nur und dann kann man sie entfernen und dann wäre alles wieder in Ordnung. Der Begriff Finanzkapital diente auch dazu, den Prozess, den man heute Globalisierung nennt, fassbar zu machen, indem man ihn personalisiert. Nicht, dass Lenin schon sagte, die Globalisierung wird von ein paar Menschen gesteuert, aber er sagt zumindest in diesem Text, es gibt ein paar Menschen, die von diesem System profitieren, und zwar als Unnütze, als Parasiten. Das steht auf jeden Fall schon da drin. Und das ist dieser größere Zusammenhang von, also dass diese beiden Begriffe Finanzkapital und Imperialismus so zusammenhängen, das ist der Zusammenhang, den Bernhard Schmidt ignoriert, wenn er sagt, alle reden vom Finanzkapital, aber kaum jemand scheint eine Ahnung zu haben, was damit gemeint ist. Denn Bernhard Schmidt führt weiter aus, auch Karl Marx, dem man nur mit viel Fantasie, mangelnder Einsicht in die Logik des Kapitalverhältnisses und eine antisemitische Ideologie wird unterstellen können, benutzte den Begriff vom Finanzkapital und beschrieb dessen spezifische Funktionsmechanismen ausführlich. Jede wirtschaftliche Aktivität benötigt bisweilen einen Vorschuss an Finanzen, da sie ihre geldwerten Erträge erst im Nachhinein einbringt. Bernhard Schmidt sagt sogar, dass auch in einer nicht-kapitalistischen Ökonomie eine solche Kredit- und Forschungsfunktion in irgendeiner Weise nötig sein werde. Aber dass mit diesem Begriff in einer langen marxistisch-leninistischen Tradition der Imperialismus definiert wurde, unterschlägt Bernhard Schmidt in seinen Ausführungen zur Occupy-Bewegung. Lenin hat sich in der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus nicht auf die unterdrückten Völker bezogen,
Und trotzdem, wie ich gerade eben schon gesagt habe, bot seine Darstellung ein klares Feindbild. Auf der einen Seite die arbeitenden produktiven Massen und auf der anderen Seite die Rentiers, die lediglich parasitär existieren würden. Dieses Bild von den Massen war bei Lenin nicht nationalistisch aufgeladen. Das kam erst später mit Stalin. Auch wenn Lenin diese Massen als das Volk oder die Völker bezeichnete oder auch von der Nation sprach. Aber seine Darstellung unterstellte einen globalen Klassenkampf, in dem es letztlich nur zwei Seiten geben würde, nämlich auf der einen Seite die Unterdrückten, die alle ausgebeutet würden und werktätig sind, und auf der anderen Seite die, die davon profitieren in den Banken, Börsen, Aktiengesellschaften und so weiter. Auch da, würde ich sagen, ist man relativ dicht dran an Vorstellungen, die heute wieder diskutiert werden. Also diese Aussage von wir sind 99% entspricht ja genau dieser Vorstellung von es gibt die Masse, die es unterdrückt und muss arbeiten und schuften, und es gibt die kleine Gruppe, die davon profitiert. Auch wenn die Occupy-Bewegung, soweit ich das beurteilen kann, ja noch sehr richtungslos funktioniert. Aber dieses leninistische Bild, und ich will nicht sagen, dass das von Lenin kommt, sondern Lenin greift einfach eine Vorstellung auf, die auch ansonsten sehr verbreitet ist. Ich komme jetzt auf das, was die Kommunistische Internationale infolge von Lenin aus solchen Konzepten gemacht hat. Denn der Begriff Finanzkapital blieb ganz zentral für den Marxismus-Leninismus. Vielleicht ist einigen von euch bekannt, dass der Faschismus 1935 von Dimitrov definiert wurde als die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Also da taucht der Begriff wieder auf. Er war allerdings ambivalent und konnte je nach Kontext in abgewandelter Form verwendet werden. In der Tagespresse der Kommunistischen Partei Deutschlands habe ich den Begriff Mitte der 20er Jahre an prominenter Stelle entdeckt. Und das Finanzkapital wurde in diesen Veröffentlichungen als eine geschlossene Einheit beschrieben, die die Welt beherrschen würde. In einer Broschüre mit dem Titel Das politische Grundwissen des jungen Kommunisten, die 1924 erschien und als Einführung in den Marxismus-Leninismus für junge Mitglieder der KPD gedacht war, hieß es, Zitat, so entpuppt sich das Finanzkapital als eine ganz gewaltige ökonomische und politische Herrschaft einiger weniger. In wenigen Händen befindet sich die Macht über ganze Völker und Nationen. Und diese Vorstellung war nicht neu. Bereits 1920 hatten Nikolai Bukharin und Jewgeni Preobrajenski in ihrem ABC des Kommunismus, das zuerst auf Russisch erschien und dann ins Deutsche übersetzt wurde, als Kriterium der kapitalistischen Gesellschaftsordnung geschrieben, ein kleines Häuflein Rentner beherrscht alles, die Mehrzahl der Armen besitzt nur die Arbeitskraft. Und das sind dann Formulierungen, mit denen das Verhältnis, was sich bei Luxemburg findet oder was sich auch bei Marx findet, umdreht. Also Finanzkapital war dann nicht mehr die Folge oder eine Erscheinungsform des Kapitalismus, sondern wurde hier zu der Ursache der Verelendung, also oder zu einem Herrschaftsinstrument. Das wird auch weitergetrieben. Also vielleicht kennen einige von euch eine historische Darstellung der Weimarer Republik von einem ehemaligen KPD-Mitglied, nämlich Arthur Rosenberg. Das Buch ist bis heute geläufig. Ich habe das auch noch im Geschichtsstudium gelesen. Arthur Rosenberg war KPD-Mitglied bis 1927, dann hat er die Partei verlassen und ist in die SPD gegangen und hat Mitte der 30er Jahre diese Darstellung der Weimarer Republik geschrieben, die in vielen Punkten gut zu lesen ist und auch eine gute Analyse des Ganzen ist. Aber auch hier benutzt er die Konzepte, die er kennt und die auch vielleicht über die KPD hinaus verbreitet waren. Er schreibt an einer Stelle einleitend, der vorherrschende Einfluss des Finanzkapitals ist zwar für die neueste Epoche des Kapitalismus im Allgemeinen charakteristisch, aber in Deutschland nahm diese Erscheinung in den Jahren 1924 bis 1928 geradezu fantastische Formen an. Und an einer anderen Stelle erklärt er nochmal, was das Fantastische gewesen sein soll. Er schreibt dann, der ungesunde und abnorme Charakter der deutschen Wirtschaft in diesen Jahren zeigte sich in dem Übergewicht der Finanzierungstechnik über das eigentliche Warengeschäft. Eine Brauerei ist in normalen Zeiten eine Einrichtung, um Bier herzustellen und mit Nutzen zu verkaufen.
Ein Restaurant soll Speisen absetzen und ein Theater den Zuschauerraum füllende Stücke geben. Jetzt dienten die Brauerei, das Restaurant und das Theater nicht mehr ihren natürlichen Zwecken, sondern sie waren nur noch das Objekt von Finanzspekulationen. Und da sind wir dann bei einer Argumentation angekommen, die einerseits sehr beliebt ist und auf der anderen Seite die ganze marxistische Analyse über Bord wirft. Also was hier als die normalen Zeiten benannt wird und als die natürlichen Zwecke, ist in der normalen kapitalistischen Gesellschaft die Profitmaximierung und nichts anderes. Und das entsteht nicht erst dadurch, dass das Finanzkapital eine Rolle dabei spielt. Nur, dass es dann besonders drastisch wird und dass es dann besonders auffällt, heißt nicht, dass es das vorher nicht gab. Aber das ist diese Vorstellung von, eigentlich funktioniert die kapitalistische Gesellschaft schon ganz in Ordnung, erst wenn bestimmte äußere Einflüsse hinzukommen, eine besondere Gier oder so etwas, dann wird das Ganze zu einem Problem. Und das findet sich eben auch in dieser Zeit bei einem sehr klugen Kopf wie Arthur Rosenberg. Und ich würde sagen, er schreibt das nicht, weil er das nicht selber begreift, sondern weil er gleichzeitig versucht, die Stimmung in der Bevölkerung auch zu beschreiben in seinem Buch. Und ich würde sagen, wenn ich mir heutige Diskussionen anhöre, dann würde ich sagen, dann trifft er zumindest das ziemlich genau. 1926 erschien in der Roten Fahne der ganzseitige Beitrag Das neue Finanzkapital. In diesem Beitrag wurde das Machtzentrum des Finanzkapitals in den USA verortet. Ich komme also jetzt zu dem Thema Antiimperialismus und Antiamerikanismus. Die Monopolisierung der deutschen Industrie stünde, so schreibt dieser Beitrag, oder so heißt es in diesem Beitrag, unter dem Kommando des amerikanischen Finanzkapitals. In einem Beitrag mit dem bemerkenswerten Titel Ein amerikanisch-deutsches Überfremdungskonsortium aus dem gleichen Jahr hieß es, es bildet sich ein neues Finanzkapital. Aber dieses neue Finanzkapital, das an dem deutschen Industriekapital emporwächst, gehört ökonomisch und politisch zum amerikanischen Imperialismus. Die deutschen Banken, die sich dazu hergeben, mit einem Fünftel sich an Überfremdungstrust zu beteiligen, sind nichts weiter als die deutschen Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Die Hauptursachen für die Verelendung der deutschen Bevölkerungsmehrheit, kann man für die Zeit, glaube ich, sagen, dass es mehr Leuten schlecht ging zu dieser Zeit, wären demnach nicht in Deutschland und beim deutschen Kapital zu suchen, sondern die deutsche Industrie war nach diesem Beitrag an sich ein neutraler Ort und der war aber fremden Interessen unterworfen. Mitte der 20er Jahre ist also der Antiamerikanismus, der später noch viel stärker wird, zwar schon angelegt, aber er ist noch nicht so ausgeprägt wie nach 1945. Das liegt daran, dass sich die Vorstellung von Imperialismus immer noch auf mehrere Großmächte beziehen, also auch auf Großbritannien. Nachher werde ich noch darauf eingehen, wie sich dieser Antiamerikanismus auch noch mit dem Antizionismus der KPD vermischte. Ich möchte nur noch ein paar Überschriften vorlesen, in denen sich dann doch dieser Antiamerikanismus findet, aber das waren kleinere Beiträge. Also andere Überschriften in der Roten Fahne lauteten die deutsche Philosophie im Dienste des amerikanischen Imperialismus oder Amerikanisierung des deutschen Films oder aber eben, wie ich schon zitiert habe, das amerikanisch-deutsche Überfremdungskonsortium. Überfremdung ist auch ein Begriff, den ich in der Roten Fahne häufiger gefunden habe. Ich habe ja schon zum Anfang gesagt, es ist wichtig, sich nicht nur anzugucken, was läuft an Analysen des Weltgeschehens schief, sondern auch, welche Gegenposition wird eigentlich entwickelt, dass das für mich eigentlich der Knackpunkt ist bei der antiimperialistischen Politik. Und das gilt eben auch für die 20er Jahre und dort wird erstmals die antiimperialistische Position dann formuliert. Mitte der 20er Jahre war es nämlich in der Kommunistischen Internationale üblich, den Slogan aus dem Kommunistischen Manifest folgendermaßen zu erweitern: Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und diese Vorstellung verfestigte sich seitdem, also die Vorstellung, dass die nationale und die soziale Befreiung letztlich auf das Gleiche hinausliefen, als wäre die Befreiung von Fremdherrschaft zugleich die Befreiung der Arbeiterklasse und des Proletariats. Und das schien sich ja am deutlichsten zu zeigen in den Kolonien, wo es einen Widerstand gab gegen die Fremdherrschaft. Also an das versuchte man irgendwie anzuknüpfen, zu sagen, ja, da ist ein Kampf, den wir im Grunde genommen auch führen. Zu der gleichen Zeit
hatte übrigens die KPD auch die Vorstellung, auch Deutschland sei mittlerweile zu einer Art Kolonie geworden. Also insofern wurde dann noch eine andere Parallele hergestellt zwischen der Kolonie Deutschland und den Kolonien überall sonst auf der Welt. Besonders krass ist das geworden 1930. 1930 hat die KPD ein neues Parteiprogramm verabschiedet, das zweite Parteiprogramm seit der Gründung. Das Programm hieß die Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Und nicht nur, dass es diesen Titel getragen hat, sondern mit diesem Programm ging die KPD in die offene Konkurrenz zur NSDAP, die ja zu der Zeit auch erstaunliche Wahlerfolge hatte. Denn das Argument von der KPD war nicht nur, dass die NSDAP, anders als das der Name beanspruchte, keine sozialistische und auch keine Arbeiterpartei war, sondern die KPD setzte noch eins oben drauf und sagte, es ist auch keine nationale Partei. Denn die einzig nationale Partei wäre eben die KPD, gerade im Unterschied zur NSDAP. Das heißt, es gab zu dieser Zeit die Vorstellung, es gäbe zwei Formen von Nationalismen und die eine Form davon wäre gut, das wäre eben der Nationalismus der unterdrückten Völker und dann gäbe es einen schlechten Nationalismus, den der imperialistischen Staaten. In einer ebenfalls als Einführung gedachten Broschüre, Was wollen die Kommunisten, schrieb der KPD-Theoretiker Josef Winternitz, bekannter vielleicht unter dem Namen Josef Lenz, 1927, es sei, Zitat, gewiss, dass die Empörung der unterdrückten Völker immer wieder aufflackern wird, so lange, bis die imperialistische Knechtschaft gebrochen ist. Die Männer, die sich national nennen, die bereit sein sollen, für die Freiheit ihres Volkes ihr Leben einzusetzen, sollten nicht glauben, dass andere Völker, wenn es auch nur farbige sind, für ihre Freiheit nicht kämpfen und sterben können. Noch ein anderes Zitat aus diesem Text, die anderen Völker hätten dasselbe Recht auf Selbstbestimmung wie das deutsche Volk. Was hier anklingt, ist wohl schon ein Bewusstsein davon, dass es auch rassistische Tendenzen innerhalb der KPD-Mitgliedschaft gab, also zumindest eine latente Form des Rassismus, vielleicht auch mehr als das. Und man sah sich ein bisschen, also auf der Führungsebene ein bisschen motiviert oder genötigt, dagegen anzusprechen. Diese Berufung auf Nationalbewegung oder auf die nationale Befreiung stand allerdings im Widerspruch zu der Tatsache, dass Nationalbewegung in den Kolonien von der jeweiligen herrschenden Klasse dort geführt oder mitunter maßgeblich beeinflusst wurden. Deswegen stellte die Rote Fahne im März 1926 unter der Überschrift Unterdrückte nationale Minderheiten grundsätzlich klar, die Arbeiterschaft darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass auch imperialistische Mächte diese Bewegung zu ihren Zwecken zu missbrauchen versuchen und unter Umständen unterstützen. Denn die Argumentation war, nationale Befreiungsbewegungen verfochten objektiv stets proletarische Interessen. Das war jetzt wieder ein Zitat. Denn letztendlich würde ihnen der Verrat ihrer Bourgeoisie an der nationalen Sache offenbar werden. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist so wichtig, sich diese Unterscheidung, die Rosa Luxemburg macht, nämlich zu unterscheiden zwischen nationalen Interessen und proletarischen Interessen, immer wieder in Erinnerung zu rufen, weil hier ist genau die Gleichsetzung vollzogen. Die Gleichsetzung nahm in der KPD dann auch noch wahnsinnige Formen an. 1923, als eigentlich die Revolution in Deutschland erfolgen sollte, jedenfalls nach dem Plan der Kommunistischen Internationale, schlug die KPD einen offen nationalistischen Kurs ein, den sogenannten Schlagitterkurs, und behauptete, die deutsche Bourgeoisie agiere in dieser Zeit objektiv revolutionär. Ein Zitat aus der Internationale, aus dem Theorieorgan. Die deutsche Bourgeoisie, so konterrevolutionär sie nach innen ist, ist vermöge der Feigheit der kleinbürgerlichen Demokratie, das heißt vor allem der Sozialdemokratie, in die Lage gekommen, nach außen objektiv revolutionär aufzutreten. Sie ist nach außen, wenigstens zeitweilig, revolutionär wider Willen. Ich werde jetzt kurz noch einmal auf die Diskussion des strukturellen Antisemitismus eingehen. Damit sind wir auch wieder bei aktuellen Debatten und gleichzeitig bei einer Kritik an Lenins und an Lenins Imperialismuskritik. Also ganz aktuell hat in der Jungle World Diskussion um die Occupy-Bewegung Alex Feuerherd den Begriff des strukturellen Antisemitismus ins Spiel gebracht. Diesen Begriff hat vor allen Dingen Thomas Hauri in seiner Untersuchung zum Antisemitismus in der frühen DDR benutzt, um Lenins Imperialismuskritik zu kennzeichnen. Thomas Hauri schreibt, Lenins Texte wiesen zwar nicht inhaltlich, wohl aber strukturell eine Nähe zum Antisemitismus auf.
Diese strukturelle Verbindung würde gerade dort bei Lenin deutlich, wo er Nationalismus und Antisemitismus verurteilt und den Klassenkampf an deren Stelle setzen will. Und dann bringt er ein Lenin-Zitat, der Sozialdemokrat, also zu einer Zeit geschrieben, als die späteren Kommunisten noch Sozialdemokraten hießen, der Sozialdemokrat dagegen rückt einen anderen Gegensatz in den Vordergrund, wir die Werktätigen und sie die Ausbeuter. Das, was dahinter steckt, habe ich ja schon beschrieben. Dieser Begriff des strukturellen Antisemitismus wird bis heute zur Erklärung für Antisemitismus in der Linken benutzt, zum Beispiel auch, wenn es um Attac geht. Dieser Ausdruck strukturell soll betonen, dass es sich nicht um die Intention der Leute handeln muss, die dahinter stecken, also jedenfalls in diesem Fall nicht der Intention Lenins. Lenin hatte sich stets gegen Judenfeindschaft ausgesprochen, sondern dass sich solche Vorstellungen gegen die Intention ihrer Schöpfer entwickeln können, unabhängig davon. Zugleich aber betont der Begriff struktureller Antisemitismus einen notwendigen Zusammenhang zwischen der Struktur, der Art, wie man denkt, und einem späteren Inhalt. Ich glaube, dass der Begriff struktureller Antisemitismus zwar eine gewisse Berechtigung hatte, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, also als Weckruf vor allen Dingen, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, mit dem sich die Linke nicht auseinandersetzen wollte. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Begriff struktureller Antisemitismus die Sache nicht ganz trifft, denn auch in dem Beitrag von Alex Feuerherd für die Jungle World schildert er nicht nur strukturelle Probleme, sondern er benennt ja ganz manifeste Formen von Antisemitismus, also wie Schilder auf Occupy-Demonstrationen googelt, jüdische Milliardäre und so weiter. Also es sind ja ganz manifeste Formen von Antisemitismus und nicht nur strukturelle Probleme. Insofern trifft der Begriff das ja nur zur Hälfte. Was eigentlich damit gemeint ist, ist, es gibt noch eine bestimmte Form zu denken, die dahinter ist und die das motiviert. Aber diese Form der Motivation, die ist relativ schwer zu benennen. Und ich würde sagen, auch mit struktureller Antisemitismus hat man sie nicht genau auf den Punkt gebracht. Das Bemerkenswerte ist, dass sich Lenins Analyse des Imperialismus nicht nur strukturelle Gemeinsamkeiten aufwies mit antisemitischen Verschwörungstheorien, sondern sich auch ausdrücklich auf John A. Hobsons Buch Imperialism von 1902 berufen hat, in dem Hobson die Herrschaft des Finanzkapitals auf den Einfluss der, Zitat, einzigen und besonderen Rasse, welche viele Jahrhunderte von Finanzerfahrung hinter sich hat, zurückgeführt wurde. Und Thomas Haurys Argument ist, dass Lenin von Hobson die gesamte Argumentationsstruktur bis hin zur Wortwahl übernommen hat, ohne allerdings die Parasiten dann rassisch zu definieren oder gar als Juden zu identifizieren. Denn eine solche Wendung lag Lenin persönlich ebenso fern, wie sie auch mit Klassentheorie und Internationalismus unvereinbar gewesen wäre. Alex Feuerherd hat in diesem Beitrag dann auch noch den Begriff volksgemeinschaftlich benutzt, um diese Wir-sind-99%-Vorstellung zu charakterisieren. Also die Occupy-Bewegung ist natürlich ganz anders als das, was man jetzt die NS-Volksgemeinschaft nennen könnte. Und trotzdem, ich habe es ja auch schon gesagt, ist es die, also das, was man vielleicht damit bezeichnen könnte mit dem Begriff Volksgemeinschaft, ist die Vorstellung, es gibt da eine Gemeinschaft von Leuten, die zusammenarbeiten, die harmonisch funktionieren, also das, was auch von Leuten bei so Occupy-Demonstrationen gesagt wird, wir funktionieren hier so harmonisch, es geht auch anders und es muss nicht immer nur nach Geld gehen und so weiter. Und diese Vorstellung wird dann auch auf die Situation im Kapitalismus übertragen, also alle wirken irgendwie gut zusammen, alles klappt, es gibt einen Fortschritt und so weiter und dann kommen die Parasiten von außen und saugen das alles Positive ab und machen das alles zu Geld. Für diese Vorstellung ist jedenfalls auch Lenins Text offen, auch wenn er keinen offenen Nationalismus propagiert hat. In einer Dissertation, die sich mit Attac beschäftigt hat, hat Holger Knote auch den Begriff des strukturellen Antisemitismus benutzt. Und er führt die Anschlussmöglichkeit für Antisemitismus auf die Art zurück, wie Attac Globalisierung darstellt. Also ein Zitat von Holger Knote. Globalisierung erscheint einerseits als ein von außen gesteuerter Prozess, der bisher eindeutige, stabile gesellschaftliche Verhältnisse auflöst und bedroht. Andererseits werden diese stabilen gesellschaftlichen Verhältnisse im Vergleich zur von außen kommenden negativen Globalisierung damit unweigerlich als positiv bejaht, affirmiert. Hinter der Globalisierung werden einflussreiche Akteure vermutet, welche diese vorantreiben.
Und dann bringt er ein Zitat aus einer Attac-Erklärung. Sie wird bisher einseitig von mächtigen Wirtschaftsinteressen dominiert, von großen Banken, von Investmentfonds, transnationalen Konzernen und anderen großen Kapitalbesitzern. Also das war eine Attac-Erklärung aus dem Mai 2002. Erinnert, denke ich, von der Art, wie das dargestellt wird, sehr an den Begriff Finanzkapital, wie ihn die KPD verwendet hat. Und auch für die KPD und für den Begriff Finanzkapital kann man etwas Ähnliches sagen, wie das, was ich eben schon an Lenin deutlich gemacht habe und auch an dem, was ich über Alex Feuerherz Artikel gesagt habe. Denn es ist nicht ganz richtig, dass der Begriff Finanzkapital von der KPD erstmals 1925 verwendet wurde, sondern bereits 1923, als die KPD während des Schlageterkurses offensiv auf völkische Parteien und Gruppierungen zuging, hatten Vertreterinnen und Vertreter der KPD bestätigt, dass es ein jüdisches Finanzkapital gebe. Hermann Remmele, Mitglied der Parteizentrale, hielt eine Rede von Nationalsozialisten 1923 und sagte dann, die Rede war abgedruckt in der roten Fahne, Sie, die Faschisten, geben nun an, das jüdische Finanzkapital zu bekämpfen. Schön, tun Sie das. Einverstanden. Dann gibt es eine Protokollbemerkung, stürmischer Beifall bei den Faschisten. Aber Sie dürfen eines nicht vergessen, das Industriekapital. Dann Protokoll, Zuruf bei den Faschisten, bekämpfe genauso. Und dann macht Remmele weiter mit der Aussage, denn in Wirklichkeit ist das Finanzkapital nichts anderes als das Industriekapital. An dieser Argumentation ist bemerkenswert, dass Remmele zwar nicht alle Probleme auf das Finanzkapital zurückführte, aber dass das Finanzkapital jüdisch wäre, was auch immer das heißen sollte, daran hatte er in diesem Zusammenhang keine Zweifel. Und diese Identifikation von Börsen oder Finanzkapital mit jüdisch fanden sich in vielen Veröffentlichungen der KPD. Heinrich Brandler, der war zu der Zeit der Vorsitzende der KPD, schrieb sogar vom verjudeten Finanzkapital. Und auch in der schon erwähnten Geschichte der Weimarer Republik von Arthur Rosenberg wird der Erfolg der völkischen Parteien folgendermaßen erklärt. Breite Schichten des Mittelstandes hassten den Kapitalismus und besonders für Spekulanten und Schiebertum. Diese Volksschichten begeisterten sich jetzt für die völkische Idee, denn als Völkische konnten sie zugleich die Novemberrepublik und das jüdische Börsenkapital bekämpfen und sich dabei unklaren Hoffnungen auf eine Erneuerung Deutschlands hingeben. Bei diesem Zitat übrigens eben aus dem Buch von Arthur Rosenberg steht kein einziges der Wörter in Anführungszeichen. Also er benutzt auch nicht jüdisches Börsenkapital irgendwie als Zitat. Ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, es kann ja auch verschiedene Gründe geben, warum da keine Zitatzeichen sind. Ich würde trotzdem sagen, das ist genau auch das Problem, was sich in der roten Fahne zeigt, dass eben nicht unterschieden wird zwischen dem, was die Nazis sagen und dem, was man selber sagt. Also man übernimmt den Begriff jüdisch mitunter sogar mit Anführungszeichen und im selben Atemzug dann wieder ohne Anführungszeichen. Und man hat auch nicht wirklich eine andere Vorstellung von jüdisch sein. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Nämlich dem Zusammenhang von Antiimperialismus und Antizionismus. Wie gesagt, ich ende mit dem Jahr 1929, also noch lange, lange vor einer Staatsgründung Israels. Man könnte sich ja ganz naiv fragen, warum sich antiimperialistische Linke eigentlich so mit solchem Verf auf den Zionismus beziehen. Und auch Attac verabschiedete 2002 folgende Erklärung. Angesichts der brutalen Besatzung Israels besteht eine dringliche Aufgabe unserer Bewegung darin, zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu mobilisieren und seinen Kampf für Selbstbestimmung zu unterstützen. Das ist lebenswichtig für die kollektive Sicherheit aller Völker dieser Region. An diesem Zitat wäre jetzt mehres zu diskutieren. Ich will eigentlich nur eure Aufmerksamkeit auf das Wort Selbstbestimmung richten. Das klingt ja erstmal nach einer guten Sache. Aber man kann die gleiche Frage stellen wie bei dem Begriff Befreiung, den die KPD ja auch in einer bunten Weise benutzt hat. Also ist hier eine soziale Befreiung gemeint, in dem emanzipatorischen, politischen Sinne Befreiung, ist hier eine nationale Befreiung gemeint oder Selbstbestimmung gemeint. Und dieses Konzept von Selbstbestimmung impliziert, glaube ich, alle möglichen Varianten. Folgt man der aktuellen Diskussion, scheint der Antizionismus erst nach 1945 zu einem Problem geworden zu sein. Also, es gibt eine Menge Leute, die sagen, der Antizionismus war auch schon vor 1945 falsch, aber erst nach 1945 habe er, so neuere Veröffentlichungen, sich mit antisemitischen Vorstellungen durchmischt. Anhand der KPD lässt sich zeigen,
dass der Antizionismus sich bereits vor 1933 nicht nur gegen Zionistinnen und Zionisten, sondern auch gegen antizionistische Jüdinnen und Juden richtete. Der allererste Beitrag, den ich überhaupt gefunden habe in der Roten Fahne, der den Begriff Zionismus benutzte, lautete Zionismus, Kettenhund des englischen Imperialismus. Dieser Antizionismus führt im Laufe der 20er Jahre dazu, jegliches jüdisches Leben im Nahen Osten abzulehnen und sich auch von den jüdischen Mitgliedern der KP Palästina, der einzigen kommunistischen Partei im Nahen Osten, zu distanzieren. Auf einer ZK-Sitzung hielt Hermann Remmele im Spätsommer 1929 ein kurzes Referat über die Situation in Palästina und bezeichnete die jüdischen Mitglieder der KP Palästina als Zionisten, was sie definitiv nicht waren, denn die KP Palästina war gegen einen jüdischen Staat. Hermann Remmele sagte: Unsere Partei hat in Palästina 160 Mitglieder, davon 30 Araber, die anderen 130 Zionisten. Es ist ganz klar, dass diese Partei nicht eine solche Einstellung haben kann, wie sie dem Gesetz der Revolution entspricht. Gerade das unterdrückte Volk, jene Schicht des Volkes, die das revolutionäre Element den Verhältnissen entsprechend überhaupt ausmachen kann, sind nur die Araber. Ich mache ja hier wirklich jetzt so ein paar Fortschritte eigentlich durch die Geschichte. Man könnte zu jedem einzelnen Punkt ganz viel sagen. Was an dieser Argumentation von Remmele bemerkenswert ist, ist, dass sie an etwas anschließt, was ich vorher schon ausgeführt habe. Also vorher wird keine Unterscheidung vorgenommen, oder jedenfalls in der KPD keine Unterscheidung vorgenommen zwischen sozialer und nationaler Befreiung. Und es wird immer auch wieder von der KPD beansprucht, dass das deutsche Proletariat im Grunde genommen die deutsche Nation vertreten würde, dass die KPD ja im Grunde genommen für die Deutschen kämpfen würde. Bei Remmele dreht sich es genau um. Er sucht jetzt in den Konflikten, die es in Palästina gibt, eine ethnische Gruppe, nämlich die Araber, und sagt, die erfüllen im Grunde genommen die Rolle des Proletariats. Und die andere Gruppe, Jüdinnen und Juden, sind herrschende Klasse, sind Zionisten, sind Imperialisten. Also ein ganz simples Klassenkampfdenken, was jetzt auf ganz verschiedene Konflikte, die es in Palästina gegeben hat, übertragen wird. Und sagt dann eben, es kann überhaupt nur eine Gruppe geben, eine ethnische Gruppe, nämlich die Araber, die sind das revolutionäre Element. Damit wird natürlich wieder ausgeblendet, dass es auch Klassenkonflikte innerhalb der arabischen Bevölkerung gab, die, und das ist das Bemerkenswerte, die sich ja zu anderen Zeiten in der Roten Fahne fanden. Also über solche Konflikte berichtete die Rote Fahne 1925. Im Bunde mit der europäischen Bourgeoisie tritt die reiche arabische Feudalaristokratie auf, die Effendi, die ihre Ländereien bereitwillig den jüdischen Kapitalisten verkauft, ohne sich auch nur im Geringsten um das Schicksal der verarmten arabischen Bauernschaft zu kümmern, die diesen Boden seit Jahrzehnten gepachtet hat. Also, da ist ja genau dieser Klassenkonflikt beschrieben, aber 4 Jahre später, 1929, sagt Hermann Remmele trotzdem, allein die arabischen Mitglieder in der KP Palästina kommen als Revolutionäre in Frage. Hermann Remmeles Ausführungen waren eine Reaktion darauf, dass es im Spätsommer 1929 im Mandatsgebiet Palästina, im britischen Mandatsgebiet Palästina, zu pogromartigen Ausschreitungen gekommen war. Ausgelöst durch das Gerücht, Juden hätten Araber umgebracht, griffen tausende bewaffnete Muslime und Christen die jüdischen Viertel Jerusalems an. Diese Ausschreitungen breiteten sich schnell über das ganze Mandatsgebiet aus und hielten über 2 Wochen an. Mindestens 133 Jüdinnen und Juden wurden ermordet. In Hebron und Safed waren ältere jüdische Gemeinden, die bereits vor dem 19. Jahrhundert, also vor der zionistischen Besiedlung bestanden, Ziel dieser Angriffe. Diese Gewalt wurde auch beschrieben in der Zeitschrift der Kommunistischen Internationale. Josef Berger, Vorsitzender der KP Palästina, berichtete über diese Ereignisse und schrieb, die unter finster, klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen mohammedanischer Bauern überfielen, sengend und morden vor allem die unbewehrten, armen jüdischen Siedlungen, jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Also das konnte man in der Kommunistischen Internationale wissen und das wussten auch die Leute, die sich für die Situation interessiert haben. Die Rote Fahne berichtete über diese Gewalt ganz anders, nämlich unter der Überschrift »Der Araberaufstand wächst«. Und obwohl es in dem Beitrag, wie es gleich zu Beginn heißt, und ich werde ihn ausführlicher zitieren,
Obwohl sich die Gewalt gegen die, Zitat, jüdische Bevölkerung richtete, wurde nicht ein einziges Mal erwogen, ob diese Gewalt irgendetwas mit Judenfeindschaft zu tun haben könnte. Also ich bringe jetzt mal ein längeres Zitat. Ich werde noch auf einzelne Punkte eingehen. Bei diesem längeren Zitat ist vielleicht als erstes der Ton bemerkenswert. Also, es heißt dort, unter der Überschrift der Araberaufstand wächst. Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Die Kämpfe in Palästina werden von den Zionisten in einer Reihe von Ländern mit nationalistischen Demonstrationen beantwortet. Es ist charakteristisch, dass der stärkste Widerhall in Amerika zu finden ist, wo die jüdischen Finanzmagnaten, die Geldgeber der zionistischen Bewegung, die gleichzeitig viele Millionen Dollars in Palästina angelegt haben, von der Regierung schärfstes Eingreifen gegen die arabischen Rebellen fordern. Auf ihren Druck hat die amerikanische Regierung durch ihren Botschafter in London an die Labour-Regierung die Forderung stellen lassen, energische Maßnahmen in Palästina gegen die Araber zu ergreifen. Die Entwicklung der arabischen Aufstandsbewegung, die noch zum großen Teil unter dem Einfluss der Effendis steht, hat, wie die letzten Meldungen zeigen, an Umfang zugenommen und richtet sich, wie die Überfälle auf Regierungsgebäude und Polizeistationen sowie englische Truppen beweisen, folgerichtig gegen die Hintermänner des Zionismus in Palästina, die englischen Imperialisten. Sie birgt in sich die Möglichkeit der Entfachung der gesamtarabischen Aufstandsbewegung gegen die englischen imperialistischen Unterdrücker. Die Schläge, die die arabischen Eingeborenen gegen die zionistische Bourgeoisie und den zionistischen Faschismus in Palästina führen, sind gleichzeitig Schläge gegen England. Also, das nur als Eindruck, wie die Situation zu der Zeit in dem KPD-Zentralorgan bewertet wurde. Sichtbar ist auch hier wieder der Zusammenhang zu einer feindlichen Haltung gegenüber den USA. Also dort sitzen die jüdischen Finanzmagnaten, die Geldgeber der zionistischen Bewegung. Was auch, glaube ich, in diesem Beitrag nochmal deutlich geworden ist, dass es nach wie vor ein Problem mit Rassismus gab. Also eine Redeweise wie die arabischen Eingeborenen war bemerkenswert. Also von deutschen Eingeborenen habe ich in der Roten Fahne nie etwas gelesen. Aber vor allen Dingen, und insofern war das Wort Eingeborene sicherlich auch positiv gemeint, vor allen Dingen sollte es aber zeigen, hier gibt es eine autochthone, angestammte Bevölkerung und die werden von Fremden, die da nicht hingehören, unterdrückt. Und diese Fremden sind dann eben die Zionisten oder, wie es da heißt, die zionistische Bourgeoisie und der zionistische Faschismus in Palästina. Zwischen verschiedenen Strömungen innerhalb des Zionismus wurde nicht unterschieden. Die KPD hat sich in der ganzen Zeit der Weimarer Republik relativ wenig mit Antisemitismus beschäftigt, aber 1932 erschien auch erst die einzige Erklärung zur sogenannten Judenfrage des ZK der KPD und in diesem Text heißt es dann auch nochmal ganz deutlich, die Kommunisten bekämpfen den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus. Also 1932 in einer Situation, wo die KPD sich durchaus massive Straßenschlachten liefern musste mit SA-Verbänden und NSDAP-Mitgliedern und KPD-Mitglieder von NSDAP-Mitgliedern ermordet wurden, da sagen sie, wir bekämpfen den Zionismus genauso. Also von der Haltung, dass es ein zionistischer Faschismus wäre, sind sie nicht abgerückt. Entsprechend dieser ethnisierten Wahrnehmung der verschiedenen Konflikte, die es in Palästina gab und die Hermann Remmele auf der ZK-Sitzung sehr deutlich ausgedrückt hatte, nach der also nur die Araber als revolutionäre Kraft in Frage kämen, ordnete die Komintern an, die Anzahl der jüdischen Mitglieder in der KP Palästina zu verringern. Anfang der 30er Jahre bestellte die Komintern die führenden jüdischen Mitglieder der KP Palästina nach Moskau. Die meisten von ihnen wurden während der großen Säuberung zwischen 1936 und 1938 verhaftet und ermordet. Also das nur als vergleichsweise kurzer Hinweis darauf, dass es bereits in den 20er Jahren ein Problem gab zwischen der antizionistischen Ausrichtung der kommunistischen Parteien und Antisemitismus und dass dieses Problem nicht erst nach 1945 entstanden ist. Also, oder um es anders zu sagen, es handelte sich eben nicht nur um eine politische Ablehnung, sondern war verbunden mit antisemitischen Vorstellungen und vollkommen ignorant gegenüber der judenfeindlichen Gewalt in Palästina. Um jetzt ein kleines Schlusswort zu formulieren, ich würde sagen, das Problem, das sich bis heute stellt für eine antiimperialistische Position, ist ja nicht, dass es keinen Imperialismus gäbe oder dass man den
heute von den meisten Regierungen gegebenen Behauptungen hinter den Kriegen der letzten Jahre stünden keine Machtinteressen glauben müsste. Wobei interessanterweise die Pointe bei David Harveys Buch ist, dass der USA-Krieg gegen den Irak nach seiner Meinung eher aus einer Haltung ökonomischer und politischer Schwäche heraus als aus einer der Stärke entsprungen sei. Sondern das Problematische an der antiimperialistischen Position besteht darin zu glauben, man könnte des Imperialismus an irgendeinem Punkt habhaft werden und ihn an diesem Ort bekämpfen und größere Zusammenhänge dabei ausblenden. Und das ist, denke ich, wird vor allen Dingen dann besonders sichtbar, wenn sich der Antiimperialismus ausschließlich auf die USA oder den Zionismus konzentrieren. Und um zum Schluss nochmal Moshe Postone zu zitieren, ich gebe zu, was ich gleich von ihm vorlesen werde, ist etwas komplizierter, ich muss es auch zweimal lesen. Moshe Postone schreibt, der antiimperialistische Befreiungskampf konnte sich zu einer Revolte des authentischen und konkreten Besonderen gegen die homogenisierende Dynamik der abstrakten Herrschaft stilisieren. Gleichzeitig ist diese Herrschaft in verdinglichter Weise als Herrschaft der Vereinigten Staaten und in vielen Fällen des Zionismus dargestellt worden. Vielen Dank für euer Interesse.